So Leute, im heutigen Video werden wir uns darüber unterhalten, was ich als nächste große Bitcoin-Bewegung erwarten werde. Wir sprechen allerdings nicht nur über Bitcoin, sondern auch über Altcoins. Ich habe hier nämlich ein paar mega News mitgebracht. Es gibt nämlich eine Fraktale, die in der Vergangenheit zu so ein paar Wahnsinnssachen für Altcoins geführt hat. Deshalb kann ich euch nur jedem raten, bleibt auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende dran und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem Aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Also, was wir jetzt für Bitcoin auf dem 4-Stunden-Chart sehen können, ist, dass wir hier zumindest auf dem 4-Stunden-Chart immer noch über der orangen Box sind, was auf jeden Fall eine richtig gute Sache ist. Wir konsolidieren also immer noch über diesen ganz, ganz großen Widerstand. Und die Bären haben auf dem 4-Stunden-Chart mehrfach versucht, uns wieder nach unten unter die Orangenbox zu drücken. Denen ist das nicht gelungen. Die Bullen haben die Kontrolle wieder übernommen. Und jetzt haben wir es nicht nur geschafft, mehrere 4-Stunden-Kerzen darüber zu schließen. Sondern, wenn wir uns das mal auf den Tageschart anschauen, sehen wir auch, dass wir zwei gute oder drei sogar drei schöne grüne Kerzen überhalb der orangenen Box geschlossen haben. Das sieht also momentan richtig, richtig, richtig gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sieht wirklich wahrscheinlich danach aus. Wenn ich eine fundierte Vermutung darüber anstellen möchte, wie die nächste Bewegung aussehen wird, dann erwarte ich, dass wir tatsächlich noch einmal nach oben zum nächsten Widerstand bei 86.000 Dollar gehen werden. Äh, ne, sorry, bei 68.000 Dollar wird es eine Woche dauern, vielleicht einen Monat, vielleicht einen Tag. Das, das kann ich euch nicht sagen. Früher oder später allerdings bin ich mir sicher, werden wir auf die 68.500 gehen. Von einem technischen Standpunkt aus betrachtet sieht also alles noch ziemlich gut aus. Und ja, ich denke auch immer noch, dass diese so box eine Exzellente Arbeit geleistet hat, um den Bitcoin-Preis oben zu halten. Deshalb habe ich euch auch die ganze Zeit gesagt, als wir noch umgegangen sind, Gehen wir wieder nach oben. Und ja, das hat sich ja noch als richtig herausgestellt. Das ist schön zu sehen. Fürs erste erwarte ich allerdings oder warte ich erst einmal darauf, dass wir die 68.500 Dollar erreichen werden. Dann bei den traditionellen Märkten, als wir gestern Abend die Futures-Märkte geöffnet haben, konnte man sehen, wir sind seitwärts gelaufen. Was auch eigentlich ziemlich gut ist, weil nach einem großen Pump ist der Futures-Markt zumindest mal nicht direkt wieder nach unten gegangen, als wir geöffnet sind. Stattdessen sind wir seitwärts gelaufen. Möglicherweise sind wir sogar noch ein bisschen aufwärts gerichtet. Das ist also schon mal eine schöne Sache. Die traditionellen Märkte und Bitcoin sehen eigentlich ziemlich ziemlich anständig aus. Okay, und bevor wir uns jetzt über diesen krassen Chart unterhalten, möchte ich euch noch eine andere Sache zeigen und zwar Warren Buffett hält in diesem Moment Cash im Wert von 188 Milliarden Dollar und zwar an kurzfristigen Treasury Bills, damit kann er nämlich 5,4 Zinsen einnehmen. Jedes Mal, wenn Buffett Rekordbeträge an Bargeld gehalten hat, wenn die Fed die Zinsen angehoben hat, Wirklich, da haben wir eigentlich innerhalb der nächsten zwölf Monate immer einen epischen Aktiencrash gehabt, wie 2000, 2008 und 2020. Was uns dieser Chart hier also zeigt oder zumindest ein Hinweis darauf gibt, ist, dass immer wenn Warren Buffett ganz, ganz viel Cash hält, dann haben wir normalerweise innerhalb der nächsten zwölf Monate einen richtig großen Crash am Aktienmarkt gesehen. Wir hatten das, wie gesagt, 2000, dann hatten wir hier einen Crash 2008 und hier im Jahr 2020, da hatten wir natürlich auch einen ziemlich großen Crash. Und auch jetzt kann man sehen, dass er wieder ganz schön viel Bargeld hält. Und ja, da stellt sich natürlich einfach die Frage: Wird es wieder zu einem großen Crash kommen, genauso wie in der Vergangenheit immer? Dieser Chart zeigt uns das zumindest oder gibt uns zumindest einen Hinweis darauf. Ich, ich wollte euch das nur mal zeigen. Ich fand das echt super interessant. Ich glaube persönlich allerdings trotzdem, dass Bitcoin immer noch ziemlich gut aussieht. Und. Wenn es zu einem Crash bei Bitcoin kommen sollte, was wir natürlich nicht ausschließen können, dann müssen wir einfach nochmal zurückgehen und uns diese ganz wichtigen Unterstützungslevel anschauen, um zu schauen, wo und an welcher Stelle wir mehr Bitcoin akkumulieren sollen. Weil das ist das, was ich auf jeden Fall machen werde. Wenn es zu einem Aktiencrash kommen sollte, dann wird mit Sicherheit oder sehr, sehr wahrscheinlich Bitcoin mit nach unten gezogen werden. Aber dann müssen wir uns einfach nur anschauen, wann ist wirklich der beste Zeitpunkt, wann wir akkumulieren können. Weil meiner Meinung nach ist es dann immer noch die beste Möglichkeit, um Gewinn zu machen. Bitcoin kaufen, Bitcoin akkumulieren. Ich würde allerdings auch sagen, dass wir jetzt nicht zu viel da rein interpretieren sollten, weil meiner Meinung nach ist es auf gar keinen Fall eine Sicherheit, dass wir eben einen Crash sehen werden, nur aufgrund, weil Warren Buffett eine ganze Menge Cash hält. Nur weil es ganz oft in der Vergangenheit passiert ist, bedeutet es natürlich nicht, dass es auch jetzt passieren wird. Aber wir werden auf jeden Fall mal abwarten. Ich fand es mega interessant. Und jetzt lasst uns zu diesem Chart hier kommen, der ist auch super krass. Der wurde von TradingShot gepostet. Und was ich euch hier zeigen wollte, ist, wir haben erst den Bitcoin-Preis mit den ganz normalen Kerzen und dann die schwarze. Linie das ist der Others Chart. Der Others Chart, wie ihr mittlerweile wisst, das sind die Altcoins außerhalb der Top 10. Das bedeutet die Altcoins, die vielleicht 10, 50, 100x machen können. Also die sind halt schon etwas kleiner als die Top 10. Was ich euch hier jetzt auf jeden Fall zeigen wollte, auf dem 3-Wochen-Chart, ist, dass wir ein ganz, ganz klares Pattern haben. Wir haben in blau immer die Pre-Hiving-Phase, also die Phase vor dem Hiving. Die grüne Phase, das ist dann nach dem Hiving. Und was man jetzt hier sehen kann, ist, dass immer wenn wir das Hiving gehabt haben, zum Beispiel 2016, haben wir gesehen, dass der Others-Chart, also die Altcoins, die sind nach unten gegangen, während Bitcoin nach oben gegangen ist. Da stellt sich natürlich die Frage, warum das normalerweise so ist, dass wir nach dem Halving sehen, dass alles außer Bitcoin eigentlich nach unten geht und Bitcoin halt nach oben. Und das ist relativ einfach zu beantworten, weil natürlich, klar, durch das Halving gab es viel Hype um Bitcoin, sehr, sehr viel Interesse an Bitcoin. Jeder möchte in Bitcoin einsteigen, deswegen verkaufen die Leute ihre Altcoins und kaufen dann Bitcoin. Deswegen geht Bitcoin nach oben. Das ist eigentlich eine ziemlich interessante Korrelation, dass wir sehen, dass nach dem Halving Bitcoin nach oben geht und Altcoins eher nach unten gehen. Gehen und einen gewissen Drop haben. Und dann, danach gehen die Altcoins in einen epischen Run nach oben. Und ich erinnere mich noch ziemlich gut dran. Vor allem 2017, als ich mich am Kryptomarkt das erste Mal richtig involviert habe. Da haben wir diese Pre-Hiving-Phase. Wir haben den Bitcoin-Boden und die Altcoins. Dann, nach dem Hiving, kann man sehen, dass die Altcoins nach unten gehen und zwar ziemlich krass eigentlich. Ah nee, das ist gar nicht 2017. Das ist, ah, sorry, das war 2017, aber. Ähnlich. Sieht ja genauso aus. Ist wirklich das gleiche Pattern. Äh, 2017 und auch 2020. Da haben wir genau das gleiche gesehen. Auch 2020 nach dem Halving haben wir gesehen, dass die Altcoins nach unten gegangen sind und Bitcoin nach oben, weil alle natürlich an Bitcoin interessiert sind, weil gerade das Halving gewesen ist. In diesem Zyklus kann man allerdings etwas anderes sehen. Schaut mal. Hier haben wir ein bisschen was anderes. Anstatt dass wir sehen, dass die Altcoins richtig, richtig krass nach unten gehen nach dem Hiving, haben wir schon vorher gesehen, dass wir nach unten gegangen sind. Warum? Ja, ich glaube, das hat was mit dem ETF zu tun, weil der ETF hat genau den gleichen Optimismus in den Bitcoin-Markt gebracht, wie das Hiving normalerweise bringt. Das hat also quasi das Hiving ein bisschen halt weiter nach vorne verzogen, aber nach dem Hiving haben wir normalerweise gesehen, also nach diesem Hiving-Dump der Altcoins. Haben wir normalerweise gesehen, dass die Altcoins einen epischen Run innerhalb dieses Megafon-Patterns haben? Hier zum Beispiel, da haben wir das Halving gehabt. Wir haben einen kleinen Nach-Halving-Dump gehabt. Und danach, nach diesem Dump, haben wir einen massiven epischen Run für die Altcoins gehabt. Jetzt haben wir auch das Gleiche gesehen. Bitcoin-Boden, Altcoin-Boden. Und jetzt haben wir auf jeden Fall den Drop hinter uns, vor dem Halving. Jetzt haben wir das Halving gehabt. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, werden wir einen weiteren Drop sehen, so wie wir das vorher immer gesehen haben? Ich glaube eigentlich nicht mal wirklich, weil die Altcoins schon ziemlich, ziemlich stark nach unten gegangen sind. Und normalerweise, was wir sehen, wenn die Altcoins nach dem Hiving nach unten gegangen sind, ich, ich glaube wirklich, dass ein Großteil des Drops schon vor dem Hiving passiert ist, eben weil auch Bitcoin vorher nach oben gegangen ist. Das ist zumindest das, was ich glaube. Und deswegen schätze ich, es wird ein Zeitpunkt kommen, wo wir wieder so einen Run nach oben sehen, genauso wie 2016, genauso wie 2019. Das, was wir normalerweise immer sehen. Ganz ehrlich, wir sind noch nicht da. Okay, klar, Altcoins, die laufen momentan mehr oder weniger seitwärts, aber wir haben noch nicht ansatzweise etwas gesehen, wie wir vorher in den anderen Zyklen gesehen haben für die kleineren Altcoins. Ich schätze also, dass es irgendwann passieren wird. Es wird also wichtig sein, die richtigen Altcoins rauszusuchen und damit werde ich euch natürlich helfen. Im Großen und Ganzen war es das dann auch schon fürs heutige Video. War heute mal ein bisschen kürzer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.